1,78 Meter personifizierte Torgefahr. Erik Tallich erzielte in 9 Spielen 12 Tore. Und auch beim 2:0 Hinspielsieg traf er. Abstiegskampf gegen Aufstiegsambition heißt es heute. BFC Dynamo gegen den Chemnitzer FC. Hinein ins Spiel die himmelblauen Gäste von links nach rechts mit dem besseren Beginn. Wunderbarer Flankenwechsel hier. Und dann Valentino Schubert pflückt ihn runter, leitet ihn weiter. Und da ist Erik Tallich. Da steht es ganz früh 1:0 für die Chemnitzer. Was für eine Flanke von Valentino Schubert. Und Tallich, einem tollen Aufsetzer, guckt sich den Torwart aus. Der Ball wird lang und länger und David Langer im Tor ohne Chance. Tallich ja auch schon mit 7 Spielen bei den Profis und einem Tor. Dann Bumerang, Abstoß von Hemika. Der Ball ist zurück bei Erplin Kolakay. Kolakay zieht einfach mal ab. Doch knapp vorbei. Es geht hin und her. Wieder der CFC, wieder mit einem ruhenden Ball, diesmal Eckstoß. Und jetzt wird's kurios. Was ist denn das? Eine Hüftpo-Vorlage und dann steht es plötzlich 2:0. Max Graupner kann es selber nicht fassen. Sein erster Saisontreffer. Doch was war denn das bitte von Tom Ronny Fischer? War der gewollt oder nicht? Er steigt hoch, er guckt, er kriegt ihn nicht richtig. Und dann irgendwie mit der Hüftpo, ja. Und der Torhüter Lange hat da überhaupt keine Chance, weil Bleon Abdullahi die Beine nicht zukriegt. Und dann Kolakay setzt sich ganz stark durch. Der Ball landet bei Ibrahim Haya. Ibrahim Haya! Und dann steht es nur noch 1:2. Zweiter Saisontreffer für ihn. Schöner Abschluss. Aber die Vorarbeit von Kolakay aller Ehren wert. Und dann ein kleiner Haken und ab mit links in die kurze Ecke. Und weiter geht's. Hinein in Durchgang 2. Wieder Flanke von rechts, wieder von Schubert. Ball wird lang und länger. Doch Kapitän Ruben Neubauer kommt nicht mehr richtig an den Ball. Von den Berlinern, die aufopferungsvoll kämpfen, kommt offensiv nicht mehr viel. Dafür der CFC mit ganz feinem Ball. Wieder über die starke rechte Seite. Wieder Schubert und da ist Felix Sonischke. Das 3:1 bereits kurz vor Schluss. Er gerade erst 18 geworden vor einer Woche. Mit seinem zweiten Saisontreffer ganz fein gespielt. Wieder eine tolle Flanke. Und dann guckt er sich auch David Lange aus. Er freut sich. Die Entscheidung ist gefallen. Auch wenn Paul-Louis Eckhardt hier nochmal mit letzter Chance wieder mit einem Kopfball daneben liegt. Der Tabellenführer siegt beim BFC Dynamo. Ja, zufrieden mit dem Ergebnis in erster Linie, ja, weil das nun mal im Fußball ausmacht. Und wir wussten, dass uns hier in Berlin ein schwerer Gang bevorsteht. Wir wussten, dass wir auf eine mental sehr starke Mannschaft treffen, die keinen Ball verloren gibt, egal wie es steht. Und das hat sich auch im gesamten Spielverlauf so gezeigt. Und dort mussten wir schon über die gesamte Spielzeit auch hellwach sein und dagegenhalten. Das haben wir halt in der Phase zum Anschlusstreffer so überzeugend nicht geschafft. Doch, denke ich, in der zweiten Halbzeit haben wir es wieder sehr ordentlich dann über die Bühne gebracht. Ja, und heute war wieder so ein Spiel, wo wir uns hätten belohnt können. Aber am Ende müssen wir auch ehrlich sein, dass da Chemnitz schon auch verdient gewonnen hat. Aber wie du auch schon richtig sagst, können wir darauf weiter aufbauen, wie auf die anderen Spiele bisher auch. Und ich bin da total optimistisch und ja, man merkt einfach einen Riesenfortschritt auch noch so als Team, was ja uns noch so ein bisschen gefehlt hat in der Runde. Das ist völlig in Ordnung und ja, macht Mut auf mehr noch. Lust auf mehr hatte dann auch David Langer, wurde aber schnell beruhigt. Er braucht seine Nerven. Der BFC muss am 30.03. zum Abstiegsgipfel nach Babelsberg. Der CFC gastiert am 24.03. bei Hertha Zehlendorf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.